Servus Leute und willkommen auf dem Grub Nation Kanal. Heute geht es mal drum, Top Speed bei der E-Freeride Stufe 1, 2 und 3. Ich werde in jedem Mode einmal von 0 auf Spitze fahren. Ich wollte das damals wissen, habe dazu kein Video gefunden, deswegen dachte ich mir, das ist doch ein geiles Video, könnte ich vielleicht den einen oder anderen auch helfen. Wir fangen mal mit Stufe 1 an, ich drehe mal kurz um. Die Gerade ist eigentlich ausreichend lang, um das zu testen. Ich beschleunige mit allen Modis komplett durch, also ich ziehe den Hang komplett auf. Ich hoffe, im dritten wird sie mir nicht so extrem hochsteigen, obwohl, wenn ich mich nach vorne lehne, wird das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Wir testen das jetzt einfach mal, ich laber jetzt einfach nicht mehr so viel. 3, 2, 1, go! Ach du Scheiße, da passiert ja erstmal gar nichts. Okay, 40. 59 war mal. Okay, also die Gasannahme ist halt schon wirklich im Gegensatz zu 2 und 3 ganz anders. Genau, ich probiere es jetzt hier nochmal zurück. 3, 2, 1, go! Ja, der ist halt sehr, sehr zahm. 30, 40, 50. Okay. Bergab geht es ein bisschen besser. Was? Waren wir gerade bei 54? 53, 54. Okay, jetzt geht es hier auch bergab. Komm, zeig, was du kannst. 55, 56, 58. Okay, neue Bestleistung in Mode 1. 58, aber da ging es auch bergab. Deswegen, ja, realistisch auf der Geraden sind, ja, so 52. Ah, ich sehe gerade, ich habe letztes Mal auch nicht aufgeladen gehabt. Deswegen habe ich jetzt schon den Balken verloren und ich weiß nicht, ob dann die Leistung ein bisschen gedrosselt wird. Aber das ist ja wurscht. Wir machen das unter realen Bedingungen. So, Modus 2. Ich gehe auch wieder komplett aufs Gas. Ich lehne mich ein bisschen vor. Ich sage euch dann die Geschwindigkeit an, weil die kann man dann nicht so gut erkennen. 3, 2, 1, go. Oh, okay. Jawohl, 40, 60, 70. 73, 74, 75, jetzt geht's bergab, 77. Würde ich jetzt mal sagen, ist nicht ganz so schlecht. Vor allem der Punch zwischen Mode 1 und 2. Boah, das ist eine ganz andere Liga. Ich starte jetzt mal hier weiter von hinten. Vielleicht können wir dann ein bisschen mehr Topspeed rausholen. Die Beschleunigung ist nämlich doch nochmal deutlich besser. 3, 2, 1, go. Oh ja, ja, Junge, das ist krass. 50, 60, 70, 75, 77, 78. Okay, okay. Also ich habe schon mal im zweiten Mode 80 geschafft. Aber wir machen das ja unter reellen Bedingungen. Und man fährt ja meistens nicht immer nur mit über 80% Akkukapazität rum. Deswegen 78 müssen wir mal einlocken. So, ich schalte jetzt mal den dritten Gang. Das ist ganz einfach, bei diesen Kästchen unten ein bisschen länger drauf bleiben. Und dann geht schon den dritten. Und boah, da merke ich's. Ich tue den Gashahn noch nicht mal richtig aufziehen und die Leistung kommt direkt. Jetzt muss ich mich auch, glaube ich, ein bisschen mehr nach vorne lehnen. Wäre ein bisschen uncool, wenn das Vorderrad hochkommt. Ja, okay, kann eigentlich nicht viel passieren. Aber ich lehne mich auf jeden Fall trotzdem weiter vor. 3, 2, 1, oh, und Gashahn ziehe ich wieder komplett auf, gell? Also faire Bedingungen. 3, 2, 1, go. Oh. 40, 50, 60, 70, 79, 80, okay. Also Topspeed habe ich schon mal ein bisschen probiert in Stufe 3 und ich bin nie über 83 oder so gekommen. Also diese 80 sind ziemlich realistisch. Wir machen den noch einmal, den Test. 3, 2, 1, go! 50, 60, 70, 80. Ja, nee. Mehr kommt da jetzt auch nicht raus. 80 km/h. Bin auf jeden Fall zufrieden. Ich fahre die Karre ja zum Glück nicht so viel auf der Straße. Wenn Leute das wirklich als Alltagsmotorrad nehmen, könnte ich mir schon vorstellen, dass es vielleicht den einen oder anderen stört bei der Endgeschwindigkeit, je nachdem. Natürlich 110 bei einer normalen 125er, im Gegensatz zu so einer mit nur 80 km/h. Puh, ist schon eine Ansage. Dennoch ist die Beschleunigung halt dafür brutal geil. Muss man halt abwiegen, wo man halt großteils rumfährt.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, abonniert mich gerne. Ich lade jeden Sonntag ein neues Video hoch. Vielleicht, wenn ich genug Content habe, auch unter der Woche noch mal ein knackiges, kurzes Video raus. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen, Leute. Man sieht sich spätestens im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.